Moin moin und herzlich willkommen zur dritten Folge City Skylines 2. Ich habe mega Bock und habe ja in der letzten Folge damit aufgehört, hier nochmal so einen Weg zu bauen. Damit würde ich gerade mal fortfahren. Wir machen mal das ganze Snapping hier aus und schauen mal, dass wir hier so eine möglichst freie Straße da reinkriegen. Ohne dass das dann hier irgendwo die Gebäude zu sehr stören sollte. Können das auch mal hier oben machen. Vielleicht können wir mal hier hinter den Shopping-Möglichkeiten mal so einen Weg lang führen. Und hier so eine Art Park oder so aufbauen. So, jetzt die Frage, kommt man hier zwischendurch, ohne dass man die Gebäude dahingehend kaputt macht, was das Zoning angeht? Bisher scheinbar kein Fehler. Machen wir weiter. Naja, das scheint gut zu funktionieren. So habe ich es auch früher immer bei City Skylines 1 gemacht. Cool. Und jetzt mal gucken, wie wir den hier zum Beispiel hier rüber verbinden können. Das geht auch. Gut, was ich in der letzten Folge vergessen habe, ich muss unbedingt Bäume pflanzen, denn Bäume sind von vornherein nicht sonderlich groß. Die müssen erstmal heranwachsen. Deswegen würden wir hier mal ein paar Bäume pflanzen, ein paar Eichen. Vielleicht können wir den Pinsel sogar noch größer machen. Das kostet nämlich nicht sonderlich viel. Kann man gut machen. Ich meine, wenn man sie wieder überbaut, ist auch nicht schlimm. Aber dann sind sie halt später zumindest schon mal da und wir werden dann noch Birken mit reinmischen. So, denn wenn man sonst erstmal fertig ist und die Gebäude ausgewachsen sind, dann noch ein paar Pflanzen will, dann muss man halt sehr lange warten, bis man das Ergebnis halt sieht. So. Wir haben eine Menge Nachfrage. Wir haben ja den Meilenstein erreicht. So, wir haben zwei Entwicklungspunkte. Die könnten wir jetzt entweder in Parkplätze packen oder in ein Gaskraftwerk vielleicht. Eine Wasseraufbereitungsanlage ist alles interessant. Krankenhaus brauchen wir noch nicht. Brennungsanlage glaube ich auch noch nicht. College auch noch nicht, aber wir haben jetzt Bildung auch freigeschaltet. Das heißt, wir haben jetzt hier die Grundschule und die höhere Schule. Und hier oben links im Menü sieht man, wie viel da zugangsberechtigt sind. 55 für die Grundschule und 45 für die höhere Schule. Hier heißt, ich weiß nicht, warum es hier Sekundarschule heißt. Und dann College. College stimmt wieder überein. Universität. Universität auch. Ein bisschen merkwürdig. Glaube, die Schulen würde ich so hier in dem Bereich sehen, dass ich vielleicht diese Straße hier doch nochmal durchziehen sollte. Ich glaube, hier fahren eh nicht so viele rein, weil das ja hier nicht so weit connected ist. Von daher ist da, glaube ich, eine Kreuzung jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ich muss das Zoning hier wegnehmen. Zweispurige Straße. Machen erstmal hier 90 Grad. Wollen wir die gerade einfach verlaufen lassen mit 90 Grad? Warum nicht? Das wird unsere Hauptstraße. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Aber jetzt muss ich mal eben schauen. Wenn ich jetzt hier. Ich glaube, die höhere Schule, die braucht ein bisschen mehr Platz. Ja. Dann würde ich die erstmal zum Test mal hier dran packen. Da freuen sie sich und einmal gucken. Ja. Die hat nämlich hier ein Sportsfield mit dabei. Das ist nochmal. Okay, das könnten wir auf jeden Fall nicht dahinter machen, wenn die Straße da so bleibt. Oder wir müssten es
so setzen. Das würde auch gehen. Ich glaube, das ist auf dem Komplex das auch. Okay, dann würde ich das mal vielleicht entsprechend dafür freihalten. Weil die Straße, die muss eigentlich ein bisschen tiefer verlaufen. Ich glaube, das muss ich nochmal wegnehmen. Das ist ja eine Vierfachstraße, ne? Ja. Die wird sowieso später wahrscheinlich nochmal ausgebaut werden zu einer Sechsfach oder so, könnte ich mir vorstellen. Wir bauen die erstmal so. So, ich wollte das Ding hier frei halten. So, ich muss mal, glaube ich, meinen Finger hier auf den Monitor legen, dass ich weiß, wo die Straße da rein muss. So, jetzt sehe ich meinen eigenen Dingens nicht mehr. So, die müsste eigentlich... lol. Dann machen wir es so. Das, ups. Den wollte ich eigentlich nicht haben. Aber, ja, perfekt. So können wir die dort aufnehmen. Dann will ich auch hier gerne 90 Grad haben. Und dann von hier bis diese Hilfslinie kommt und dann zack. Was das jetzt noch mit dem Geschwungenen? Ja, das ist doch hervorragend. So, wir haben jede Menge Nachfrage. Vielleicht baue ich schon mal ein paar Dinge, bevor ich gleich die Grundschule noch baue. Ich würde gerne mal hier in der Mitte, wir haben jetzt diese Wohnhäuser mit mittlerer Dichte, die sind nochmal ein Stück höher als die Reihenhäuser. Das sind eher so, wie sagt man, ja, fast schon so Hochhäuser, hätte ich gesagt. Wir machen mal auf der Seite, was haben wir jetzt europäisch ausgewählt? Ja, und jetzt machen wir mal hier die der anderen Seite, die anderen, ups. Und vielleicht hier nochmal ein Mix aus den Reihenhäusern mit denen hier. Dann Gewerbegebiet. Wie sieht's hier aus? Irgendwie gefühlt ziemlich leer. Ich glaube, ich werde erstmal ein paar Gewerbe vielleicht hier in der Nähe der Schule machen. Vielleicht haben die Kids hier Lust, sich da was zu kaufen. Dann eventuell hier hinten nochmal ein paar. Und ja, hier können die ja auch durchlaufen. Dann können die, die hier wohnen, quasi hier zu Fuß hin und dann dort einkaufen. Ich glaube, sofern denen die Lautstärke von den Läden da nicht, die nicht stört, sollte das eigentlich klar gehen. So, wir machen mal ein wenig Industrie noch hier hin. Ich hasse dieses Menü. Ich will das lieber so haben. Standardmäßig, wenn das aufgeht. So, jetzt hätte ich noch die Grundschule freizuschalten. Und ich kann meine Development Points noch ausgeben. Die Frage, nehmen wir Parkplätze, aber... Was haltet ihr davon, wenn wir auf Solarkraftwerke gehen? Oder auf Kernkraft? Hydro, aber ich glaube, wir haben hier nicht so, ist alles relativ flaches Wasser. Ich weiß nicht, ob man da eine gewisse Strömung für braucht. Ich würde schon gerne Strom haben, aber ich will nicht unbedingt, ach, hier können wir es auch nochmal einsehen. So, wir haben immer Bodenverschmutzung und Luftverschmutzung. Mittel. Gibt es hier überhaupt irgendwas mit hoch? Ja, Kohlekraftwerk hat hoch. Geothermie-Kraftwerk hat Mittel. Solar hat hohen Lärm, aber ansonsten nichts. Kernkraftwerk hat hohen Lärm. Ein Damm, ja, das ist ein Damm, da braucht man eine Wasserströmung. Und Wind war ja scheiße, also wir haben auch jetzt im neuen Gebiet genauso mau aus.
Weiß nicht, ob wir hier irgendwie irgendwo besseren Wind haben. Wir müssen halt irgendwas machen. Jetzt Kohle nehmen und Mittel-Mittel haben. Oder Gas und Mittel-Mittel. Ist eigentlich egal. Es sei denn, wir gehen halt auf Solar. Aber das kostet 1,5 Millionen. Aber gut, wir brauchen auch noch ein paar Level bis dahin. Wenn wir Richtung Solarstrom wollen, dann müssten wir 1, 2, 3, 4, 5, 9 Punkte ausgeben. Wir haben jetzt 2 Punkte. Hier kriegen wir 3, das sind dann 5. Und hier kriegen wir 4, das wären dann komplett 9. Und dann könnten wir das uns hier leisten. Wir kriegen hier auch 1 Million, hier 800.000. Ich weiß nicht, ob das der Way to go ist, direkt auf Solar zu gehen. Dann kann man halt am Anfang nichts anderes skillen. Wenn wir dahin wollen, könnten wir unterwegs dieses geothermische Ding nehmen. Aber das bringt uns hier auch nichts. Gaskraftwerk, sagt er. Wo ist denn der Vorteil vom Gaskraftwerk? Zum Kohle. Kohle kostet 100.000. Macht kostet 70.000 im Monat. Das hier, Alter, das kostet 625.000 im Monat. Das kann ich mir gar nicht leisten. Okay, no way, dass ich mir das holen kann. Ich glaube, wie teuer ist denn Solar? 300.000, okay, die Hälfte. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei an diesem Kohlekraftwerk. Ich glaube, das ist auch gut für unsere Finanzen, wenn wir das mal hier hinbauen. So, ich habe einen Steam Award bekommen. Den wahrscheinlich nicht gesehen. Starkstromleitung nicht verbunden. Muss ich die jetzt hier einmal unterirdisch. Zack, nach unten. Kann man sogar unter dem Kraftwerk selber. Jo. Dann brauchen wir eigentlich das Ding nicht mehr, oder? Das müsste jetzt eigentlich auch so funktionieren. Wenn er das da irgendwie von Animationen hier um die Ecke machen würde. Produziert das denn schon was? Müsste er eigentlich. Ich soll ja auch mal Play drücken, dann. Ja, okay, jetzt sieht man, jetzt importieren wir nicht mehr, sondern wir exportieren. Mann, dieses Radio. Kann ich das irgendwie aufstellen? Das regt mich auf. Audio, Radio. Ah ne, das ist. Dann habe ich gar keine Musik mehr, oder? Nee, das. Ich will gerne diese Durchsagen da beenden. Ads. So, die müssen aus. Wir brauchen noch mehr Industrie. Kann man, wie stark kann man das hier upgraden? Kann man das überhaupt upgraden? Nee, scheinbar nicht. Okay. So, hier entstehen schon die ersten hohen Gebäude. Kann man schon mal sehen, im Gegensatz zum Reihenhaus. Ja. So, ich wollte noch die Grundschule bauen. Wollen wir die direkt gegenüber bauen? Und wollen wir dann vielleicht hier eine Straße oder so dranlegen? Das könnte noch eine Idee sein, ja. Lass uns mal die Grundschule auch hier direkt gegenüber bauen. Die braucht, glaube ich, nicht so viel Platz, um sich zu erweitern. Das kriegt man hier hinter. Das Ding auch. Und das ist auf dem Gelände selber. Okay, passt. Ich würde gerne einmal eine Fußgängerstraße. Und hier. Jetzt müssen wir da leider nochmal das Gebäude abreißen. Nach hier machen.
Und in der Fußgängerstraße können wir dann auch gut wieder die blauen Sachen ansiedeln, weil die Lieferfahrzeuge dürfen da ja hin. Und dann können die Leute halt, so meine Idee, von hier, die hier wohnen, hier zu Fuß durch zur Schule. Aber wir haben nicht zu viel Traffic damit verursacht auf der Straße, sondern da soll lieber die Hauptstraße hier verwendet werden über den Kreisverkehr. So, sehr, sehr viel Industrienachfrage. Interessant. Und noch mehr Nachfrage nach geringem Dingenskirchen hier. Wo packe ich die noch hin? Wohneignung. Hier zum Beispiel sagt er, hier ist überhaupt nichts für Wohngebiet geeignet. Findet er also lieber hier außen. Wie sieht das aus bei denen? Guck mal, wenn man die mittlere Dichte nimmt, da sagt er, hier ist gut geeignet. Das heißt, hier in dem Kern Reihenhäuser auch, aber die hier, die will er auf jeden Fall nicht hier in der Mitte sehen. Wahrscheinlich, weil da auch zu viel Traffic ist. Zu viel Verkehr. Bauen die mal hier hin. Obwohl, da werden die früher oder später auch weg müssen. Hier ist auch wieder ungeeignet. Dann machen wir die doch mal hier hin. Mehr Gewerbe will er noch. Hier will ich auf jeden Fall demnächst Parkplätze haben. Wir haben ja immer noch die Skillpunkte. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, was ich machen will. Ich glaube, Strom ist erstmal das Falsche, was man da wählen kann. Parkplätze sind interessant. Straßendienst, wir kriegen gleich 3 Punkte. Wir könnten uns sagen, einen hier rein. Und dann haben wir gleich nochmal 4, dass wir dann irgendwie 2-2 oder so, vielleicht für, keine Ahnung, Wasseraufbereitung und Recyclingzentrum oder Verbrennungsanlage oder so. Das wäre sonst auch eine Idee. Ich glaube, das mache ich mal. Immer den erweiterten Straßendienst oder eine von diesen Straßen vielleicht. So, und durch den erweiterten Straßendienst haben wir jetzt das hier im Zugriff. Hiermit können wir einmal Abbiegepfeile verhindern. Ich wüsste aber noch gar nicht, wo das Sinn macht, weil wir jetzt noch nicht so Abbiegespuren vom Prinzip her haben. Wir können aber auch das Parken verhindern. Dafür brauche ich aber eigentlich Parkplätze, dass ich das mache. Wir können ansonsten Ampeln verhindern. Wollen wir Ampeln verhindern? Zum Beispiel hier wäre, glaube ich... Rechtsklick muss ich drücken. Keine Ampel notwendig, genau wie hier. Hier. Ne, da ist gar keine Ampel, ne? Das sind Zebrastreifen. Okay, bei den Straßen scheint er keine Ampeln zu machen. Das ist auch cool. Hier brauchen wir keine Ampel. Gut, hier fährt eh keine Sau. Deswegen sage ich so, das ist eigentlich zu früh für dieses Ding. Man kann jetzt nochmal. Hier darf man sowieso nicht parken. Und irgendwie kann ich hier auch gar keinen Rasen auf diese Straßen machen. Interessant. Ich kann hier halt Rasen machen, dann dürfen die hier nicht mehr parken. Aber bringt mir halt jetzt auch nichts. Beleuchtung, Bäume. Es bringt mir halt alles erst was, wenn ich die Parkplätze habe. Aber die werde ich halt gleich auch jeden Moment kriegen. Ich glaube, dann nehme ich als nächstes Parkplätze. So. Ja. 800.000, 3 Fortschrittspunkte und 5 neue Map-Teils. Wir haben jetzt schon 9 zur Verfügung, also das ist halt auch irre viel. Da kannst du halt theoretisch sagen, irgendwie wir wollen hier die hier kaufen und dann hast du irgendwie hier schon eine Wasserverbindung. Und könntest hier irgendwie deinen Hafen hinbauen. Das ist halt ziemlich flexibel, was du da machen kannst. So, okay. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle
mache ich die Folge dicht. Wir wachsen auf jeden Fall gut voran. Wir haben jetzt schon ein ganz anderes Stadtbild hier durch diese fetten Wolkenkratzer. Also das von so einer kleinen Ministadt zu, hey, wir haben richtig dicke Häuser. Haushalte, 50 von 54. Also die sind halt auch, die sind halt komplett voll, die Dinger. Krass. Da war halt auch die Nachfrage für da. Interessant. Und auch die sind alle voll. Ja. Okay. Dann sage ich mal hier Ende im Gelände für diese Folge. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da und seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht es gut, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.